Freunde, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler. Und wir wünschen dir viel Freude bei dieser neuen Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Also du musst dich um die Kommentare wieder kümmern. Das mache ich, wie gehabt. Und so, ich sage schon mal, was wir vorhaben, oder? Ja, sehr gerne. Ist alles bereit. Die Aufnahme läuft und die Gäste sind da. Okay. Also, herzlich willkommen zum Malmittwoch. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und mit uns malen wollt. Ich habe ja schon geschrieben, wir brauchen Aquarellfarben. Ihr könnt aber auch Washfarben nehmen. Was machst du für ein Zeichen? Nix da, ich habe nur die nochmal wieder so ein bisschen runter. Ich dachte, du willst was sagen. Nee, ich muss hier nochmal so ein kleines bisschen drehen, weil das so verzerrt ist hier, mein Schreibtischbild. Das irritiert mich immer so. Ja, okay. Alles gut. Also ihr könnt auch Gouache-Farben nehmen oder Acrylfarben gehen letztendlich auch. Also es gehen eigentlich alle Farben. Ihr könnt auch mit Aquarellfarbe irgendwelche Kleckse machen. Nicht mit Aquarellfarbe, also auch mit Aquarellfarbe, aber ich wollte was anderes sagen. Mit Aquarellstiften oder mit wasservermalbaren Wachsmalkreiden oder was auch immer. Alles, worauf der Feinliner dann schreiben kann, das ist möglich. Genau, und es geht darum, also am letzten Malmittwoch, da hat sich jemand gewünscht, was mit Fingerabdrücken zu machen. Genau, ich erinnere mich. Und ich habe mir gedacht, das können wir gern machen. Und ich mische mir einfach schon mal so ein paar Farben. Also ich nehme jetzt Aquarellfarben und ich mache mir da jetzt einfach mal so ein paar Kleckse in meinen Kasten. Oh, du hast ja auch so einen schönen kleinen. Ja, den hat mir auch eine Malfreundin geschenkt. Ja, ach so, das sind die Sennelier-Farben, ne? Ja, meine Lieblingsfarben. Ja, sehr schön. Mit denen male ich tatsächlich gerade echt am liebsten. Ich habe jetzt auch einen Guck, so einen kleinen Mitnehmkasten. Ja, der war nicht von Sennelier, der war einfach nur leer und ich habe mir da unterwegs Gouache eingepackt. Ja, super. Klasse. Und ich bin ansonsten also schon fertig mit dem Mischen. Ach, du hast schon gemischt? Ja, guck doch mal. Oh, eine tolle Farbpalette. Genial. Reste. Reste. Resteverwertung machst du. Okay. Das ist ja das Schöne dabei. Und bei der, genauso bei der Aquarellfarbe, du kannst ja deine Tupfen da auch in der Palette lassen. Ne? Ja, ja, genau. Und auch immer wieder benutzen. Ja. Genau, also, jetzt könnt ihr hergehen, wenn ihr euch so ein bisschen Farbe gemischt habt. Und da die aktiviere ich mal noch. Da kommt mal noch ein bisschen von der Rot mit rein. Wenn ihr euch also so ein bisschen Farbe gemischt habt, dann könnt ihr loslegen und entweder mit Pinseln, also ich habe hier jetzt mal verschiedene Pinsel. Ich habe auch mal so einen hier. Den mache ich mir mal ein bisschen nass und gehe hier rein. Und dann mache ich hier einfach mal so ein bisschen Farbtupfen. Okay, das wäre eine gute Gelegenheit, mal meinen neuen auszuprobieren. Genau, also wer neue Pinsel gerade zur Hand hat, der kann die nehmen und mal ausprobieren. Ihr könnt aber natürlich auch mit dem Finger einfach in die Farbe gehen und dann wirklich hier so Fingertupfen machen. Mit Aquarellfarbe ist das dann ganz witzig, weil das nochmal so ein bisschen verläuft. Also ihr könnt... Ihr seid da ganz frei. Es geht jetzt darum, wirklich Kleckse zu machen. Ihr könnt dann wieder in eine Farbe gehen und dann nochmal drüber. Und ihr könnt so viele Kleckse machen, wie ihr wollt. Und was dran machen. Ui.
Und das ist jetzt wirklich eigentlich so ein bisschen malen wie ein Kind, ne? Also das ist tatsächlich einfach, ja, Kleckse machen, Farbtupfer, wie auch immer. Ich probiere hier mal noch den ganz, ganz dicken Pinsel. Mit dem war ich noch nie in dem kleinen Kasten hier. Also fühlt euch frei, da einfach jetzt wild irgendwelche Farbtupfer zu verteilen. Und Oh ja, das, das was sieht schon euch nicht spannend aus bei gefällt. dir. Sieht schon spannend aus bei dir. Ja, und das, was euch nicht gefällt oder so, das könnt ihr ja auch nochmal dann, also da kann man nochmal drüber mit der Farbe oder einen zweiten Farbtext mit einbringen. Ne? So lange, bis euch die Farbkleckse gefallen. Genau. Susi, das ist er. Der Mordsschlepperpinsel. Oh ja, der ist toll. Da hatte ich ja neulich diesen, irgendjemand hatte mir das Video gezeigt, von Da Vinci Casanova, nee, nicht Casanova, keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Und das hat mir so einen Appetit gemacht, dass ich jetzt bei der letzten Bestellung dann doch mal diesen Pinsel dazu bestellt habe. Ich Ja, glaube, ich bei habe mir jetzt gibt es auch alle gerade. Schwertfische. Schwertfische und Bären und Delfine. Ich habe jetzt auch gerade noch eine Bestellung offen. Also, die ist schon da, aber bei Sonja. Und wir müssen uns erst treffen. Ja, und da kriege ich auch einen, nee, kein, doch, genau, Schwertschlepperpinsel. Ja, zwei Stück. Einen größeren und einen etwas kleineren. Die hatte ich schon echt auch ewig auf meiner Liste. Bin ich mal gespannt. Ja, so ein paar normale hatte ich mir hier für die Gouache mitbestellt, also normale Größe quasi. Ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Muss auch nicht sein. So, und das mit den mobilen Daten ausschalten beim Handy hat leider nicht funktioniert. Es knackert schon wieder, aber es hört auch gleich wieder auf, hoffe ich. Oder ist es meins? Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich habe es so direkt auf dem Ohr, obwohl das ja unerheblich ist, ne? Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder Nee, da. jetzt ist wieder da. Soll ich mal gucken, ob es vielleicht meins ist? Nee, alles gut. So, aber bei dir war jetzt was. Jetzt bist du wieder da, ja. Bist du wieder da, ist alles wieder gut. Ja. So, genau. Und wenn wir dann genug Farbkleckse haben, dann darf das so ein bisschen trocknen. Das ist aber jetzt unschön. Was da hier stört. Also, und jetzt können wir uns kurz ein bisschen unterhalten, während es trocknet. Gibt Das es ist denn eine Sch Fragen und das ist oder? eine schöne Sache mit dem Unterhalten. Ich hatte eigentlich auch ein Thema, worüber ich gerne noch reden wollte und jetzt ist es schon wieder weg. Ich hätte es Jetzt mir ist es aufschreiben weg. sollen. Ich hätte es mir gleich aufschreiben sollen, weil das war nämlich eigentlich was, was mich schon länger auch so ein bisschen intensiver beschäftigt. Und ja, aber mir fällt es irgendwann noch ein und dann machen wir eine extra Podcast-Folge drüber. Keine Ahnung. Okay, also Aber das ist jetzt nervig hier mit dem. ich habe noch eine Sache und zwar könnte ich mal geschwind noch erklären, was es mit dem Dran-Denkomat auf sich hat. Ja. Da wurde ich nämlich gefragt. Also, ich habe in unserer Gruppe nämlich gepostet, dass wir uns heute treffen, eine Erinnerung sozusagen. Und ich nenne das immer Dran-Denkomat, weil mir das Wort so gut gefällt. Und das Wort gibt es nicht. Also jemand fragte, ob es das Ja, Wort genau. schon gibt, ob das geläufig ist, weil sie hat es noch nie gehört. Und nein, das Wort gibt es nicht. Aber also es gibt es jetzt doch.
aber nur bei uns. Ja, ja klar, weil du es erfunden hast, deswegen gibt es. Und zwar musste ich, oder sollte ich wurde gebeten, für eine Bewohnerin, also für eine Klientin, ich arbeite ja mit behinderten Erwachsenen, blinden Menschen, und eigentlich nicht für sie, sondern mehr oder weniger für meine Mitarbeiter. Die haben ab und zu vergessen, ihr mittags zusätzlich auch noch die Zähne zu putzen. Normalerweise kriegen die früh und abends die Zähne geputzt und bei ihr wäre das aber wichtig, mittags auch. Und dann ging es so drum, ja, das vergessen wir immer und Mist und wie können wir das machen, dass wir das nicht mehr vergessen. Und sie ist eine, die gut mitarbeitet und dann habe ich gesagt, Mensch, dann rede ich mit ihr und bastel ihr so ein Schild und das wird einfach, das soll sie dann abholen hinten an ihrer Zimmertür. Also sie ist mobil und kann laufen und läuft auch total gerne so Wege und macht sowas und fühlt sich dann sehr verantwortlich und wächst 5 Zentimeter, wenn sie die dummen Erzieher an sowas erinnern darf. Na, dann ist sie natürlich, also es gefällt ihr sehr. Und dann habe ich mit ihr ausgemacht, dass sie dann immer so ein Schildchen holen kann. Das kann sie an ihren Rollator hängen. Und dann wissen die Betreuer, da muss noch was getan werden. Und dann hat sie gesagt, oh ja. Und dann haben wir zusammen ein Schildchen gebastelt. Und ich habe dann überlegt, was ich draufschreibe. Und man neigt dann ja so dazu, zu schreiben, nicht vergessen oder wichtig oder keine Ahnung. Und ich habe irgendwie so gedacht, ich will das auch nicht irgendwie so. Naja, also irgendwie, wenn man nicht so vergessen, mahnen, ne? Dann vergisst man das sowieso. Und also ich wollte das positiv. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was sollen wir denn da draufschreiben? Und dann hat sie gesagt, dran denken. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich so geschrieben, dran denken. Und also bei Denk war ich dann. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist ein Dran-Denkomat. Weil sie liebte auch so Wortschöpfungen oder schwierige Wörter oder Wörter, die keiner kennt. Und sie hat auch immer Wörter kreiert und hat immer gesagt, keine Ahnung, Schmetterlingsblume ist zum Beispiel so ein Wort, das sie total liebt. Ne? Und dann hat sie immer gesagt, oh, du meine Schmetterlingsblume oder Wassermelonenkönigin oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, was hältst du denn von Dran-Denkomat? Kannst du dir das merken? Und dann, ja. Und jetzt hat sie eben einen Dran-Denkomat und erinnert die Betreuer immer, sie muss noch Zähne putzen und darf so nicht in die Pause gebracht werden. Sehr schön. Genau, und ich habe das Wort, also ich liebe es seitdem und ich habe das in meinen Sprachgebrauch übernommen und sage manchmal dann zu meinem Mann oder meiner Tochter, oh, da brauche ich einen Dran-Denkomat, damit ich das nicht vergesse. Also das, was für andere das Erinnerli ist. Genau, oder der Knoten im Taschentuch. Ja. Ja. So. Trocknet immer noch. Ich will jetzt nicht föhnen. Ich denke mal, dass die meisten sich jetzt schon denken können, was jetzt weiter passiert, oder? Ja. Was machst denn du da Schönes? Ach, ich probiere. Nebenher machst du eine Pinselübung. Ja, die Barbara Winter fragte, wie der Schlepper benutzt wird. Und deswegen habe ich jetzt mal hier so ein bisschen rumgezeigt. Schön. Der macht ja wirklich mega Feinlinien. Der hat so eine super Spitze hier. Aber den kannst du halt, guck mal, der hat nur so ein, hier so 5 cm Griff, ne? Den kannst du nur so. So lose halten. Den kannst du nicht führen wie einen normalen Pinsel. Das ist bestimmt so gedacht. Ja, definitiv. Ja, da gibt es eine Künstlerin, aber ich weiß nicht, wie die heißt, um Gottes Willen. Und die macht mit diesem Schwertschlepperpinsel ganz wunderbare Muster und Designs. Und die haben dann auch, also machen da auch Stoffe draus und Kleider und schaut irre toll aus. Ja. Bei der habe ich das mal gesehen mit dem Schwertschlepperpinsel und habe dann so gedacht, oh, sowas brauche ich auch. Naja, ich habe mir jetzt nicht gerade den dicksten besorgt, sondern ja, da kannst du ja auch super Handlettering machen, sehe ich gerade. Guck mal, wie cool.
Also ich sage da immer noch ganz altmodisch Kalligraphie zu. Ich bin noch mit Kalligraphie aufgewachsen. Beziehungsweise ich habe das ja auch mal jahrelang intensiv praktiziert. Ich wurde heute gelobt. Wofür? Für deine schöne Handschrift? Von dem Praktikanten meines Chefs wurde ich heute gelobt, weil ich in einem Formular an die Gruppen gegendert habe. Und da steht KlientInnen mit einem Sternchen. Und dann hat er gesagt, oh, wer hat das denn geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ich. Und dann hat er gesagt, das ist aber sehr lobenswert. Das hätte ich nicht gedacht, dass das hier schon gemacht wird. Naja. So, genau. Also meine Farben sind jetzt so halbwegs trocken. Wie schaut es denn aus? Was schreiben denn die Kommentare? Die Kommentare bedanken sich erstmal für die Vorführung mit dem Schlepper. Super, das war jetzt aber gar nicht Sinn der Übung. nee, pass mal auf. Ich muss erstmal hier ein bisschen rumscrollen, was hier noch alles so steht. Hallihallo, hallo. Schön wieder da zu sein. Bis zur Schlafenszeit schaue ich rein. Ansonsten keine weiteren Fragen im Moment. Nee, fragt uns ruhig was zur Gruppe, zum Malen allgemein, zum Podcast. Jetzt ist die gute Gelegenheit. Wir sind hier und für alle Fragen da. Genau. Und wenn jetzt eure Farbkleckse getrocknet sind, die ihr gemacht habt, oder Fingerabdrücke oder wie auch immer, dann ist es Zeit, zum Fineliner zu greifen. Und dann könnt ihr munter drauf losspielen und einfach mal diese Flecken angucken und überlegen, was könnte denn daraus werden? Also was für ein lustiges Tierchen oder je nachdem. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also hier weiß ich, das ist eine blonde Dame. Eine lilafarbene Dame, meine ich. Blonde Dame. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ja, das macht nichts. Ich glaube, heute ist so neben der Spur Tag. Ja? Ja. Okay. Weil ich bin gerade erst heimgekommen und habe dann schnell jetzt was vom Chinesen. Ja. Habe ich noch was geholt und habe schnell in mich reingeschaufelt. Und Ja, Claudia fragt so völlig zu Recht, was ist eigentlich aus deiner Umfrage geworden zur Alternative zum Doodeln? Ja, also, ja, liebe super. Andrea. Ich bin wieder nicht vorbereitet, weil bei mir war heute auch so ein blöder Tag und ich wollte es eben noch machen und dann kam mir meine Autowerkstatt dazwischen, weil mir nämlich heute Morgen, weil ich die Steuersachen fertig gemacht habe, mein Drucker den Geist aufgegeben hat. Oh. Hat mich den Vormittag gekostet. Und dann der Kaputttag, genau, Denise. Und dann, als ich einkaufen wollte, macht mein Auto Geräusche, dass mir fast die Ohren wegfliegen. Jedes Mal, wenn ich über einen Bordstein fahren muss. Und unser befreundeter Mechaniker, den ich dann anrief, der sagte dann, oh nee, mal gucken, morgen, dem geht's gerade nicht so gut. Und dann rief der vorhin noch an. Und jetzt musste ich nämlich erst noch los und das Auto wegbringen. Deswegen habe ich jetzt nicht gesammelt, was es an Vorschlägen gab, leider. Hast du denn welche gekriegt? Ja, jede Menge, ganz viele. Ich habe auch noch welche per Mail. Ich habe auch noch als private Nachricht noch welche bekommen. Also es sind schon etliche da. Und auch in deinem Beitrag und dann noch in einem anderen separaten Beitrag waren etliche Vorschläge da. Aber da war nichts besser als Gumpeln, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da was Besseres rauskam als Gumpeln. Ja, ich bin noch nicht so ganz einig, aber ich glaube, es hat sich ja schon fast so ein bisschen eingebürgert. Also aus mir kriegst du es sowieso nicht mehr raus. Ja, ich weiß. Und aus so manchen anderen auch. Das ist das Problem. Nee, was heißt, das ist das Problem. Gefällt es dir denn nicht? Was doch, hast du denn gegen das Gunkeln? Ich finde es irgendwie, ja, schon auch okay. Aber auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist so anmaßend. Anmaßend? So ein klein bisschen. Nein, keine Ahnung. Nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Jetzt sind wir alle hier und können mal drüber sprechen. Ich finde das überhaupt nicht anmaßend. Ich finde, also
mir ging es so, es kamen ja ganz viele tolle Vorschläge auch, aber da war meistens ein I drin in den Wörtern oder ja. Es hatte noch irgendwie einen schnellen, irgendwas Schnelles mit drin. Und ich finde, dieses Dudeln ist ja gerade so dieses Meditative. Das Kritzeln, das haben wir, dafür haben wir ein Wort. Und das geht so schnell und zackig und überhaupt. Aber dieses Dudeln, das ist eben so ein bisschen langsam. Und ich finde, Gunkeln ist auch so wie Dudeln. Also Gunkeln ist was Gemütliches. Ich setze mich jetzt hin und gunkel ein bisschen rum. Das ist was anderes, wie wenn ich sage, ich setze mich jetzt hin und kritzel ein bisschen. Ja, das stimmt. Von der Melodie her, von der Wortmelodie. Schon auch was dran, ja. Und deswegen gefällt mir Gunkeln sehr, sehr gut. Und ich mache es halt auch so gerne. Und jetzt sage ich schon immer, ich gunkel. Ja, ich glaube, dann wird das wohl irgendwie das Wort bleiben, ne? Also es sei denn, jemand hat wirklich noch einen besseren Vorschlag. Irrsinnig Besseres. Katharina schreibt auch, sie findet, das soll so bleiben. Also das hier, das wird doch hier mein Fachle. Oh, den sieht man gar nicht. Ich schiebe mal ein bisschen hoch. Gleich fällt da drüben alles runter vom Tisch. Also das hier, das sieht doch ein bisschen aus, schon wie ein Huhn. Du auch ein Huhn? Gell, du guck auch? Mal. Ah, cool. Ja. Ja, schau mal, hier. Gunkeln ist toll, schreibt Claudia. Entschuldigung, Silvia, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Kein Problem. Ja, ich habe ja sowieso mit dem Schwertschlepper die tollsten Viecher irgendwie hingebracht. Das ist ja Hammer. Aber ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier den Schnabel mache, dann habe ich da das Rote, aber das ist irgendwie. Nee. Ein Huhn will das nicht werden. Gunkeln klingt schön weich und wohlklingend, schreibt Susi. Ja, nicht anmaßend, ja, okay. Dann nenne ich diesen Kurs jetzt ab sofort der Gunkelkurs. Ja, danke. Okay. Da muss ich die Seiten gesagt? Alle umbenennen, da muss ich jetzt nochmal gucken, wer das vorgeschlagen hat. Ja. Also es könnte eventuell die Sue gewesen sein, die Botschafterin. Da muss ich mal gucken, wer das war. Glaubst du es? Also heute fällt mir aber gar nicht so viel ein. Ich glaube, ich brauche einfach erstmal noch einen Schluck Wasser. Manchmal habe ich das, dass ich, und also ja, vielleicht, also es, was lachst du? Gunkeln im Dunkeln wäre auch mal was, schreibt Maria. Ja, das hatte ich auch in dem einen Beitrag schon geschrieben. Dunkeln im Dunkeln. Mit, genau. Und dann könnte man ja auch sagen, hier mit den schwarzen Feinlinern, also mit Dunkel ist gut gunkeln. Ja, genau. Guck mal. Beim Gunkeln ist gut munkeln. Süß. Miete Katze. Sehr schön, ein kleines Kätzchen. Halt noch mal bitte hoch, ich guck mal, ob ich noch was sehe. Oh. Ich bin heute nicht gut. Ich sehe alles. Hier ist eine Maus, ist ein Delfin, da ist ein Bär, hier ist irgendein Vogel. Genau, den Vogel habe ich auch gerade gesehen. Ja. Ein wunderschöner Kranich, würde ich sagen. Oder eine Möwe. Mal gucken. Super schön. Ja, also ich bin heute nicht mittig. Wir fangen alle an zu funkeln, ja. Ja, nicht mittig, ja, wegen deines, du hattest heute einen schwierigen Termin an der Arbeit, ne? Ja, ich hatte irgendwie, die letzten Tage waren schwierig und heute war auch nochmal schwierig. Also es war gut, aber schwierig. Und irgendwie bin ich zu spät heimgekommen, als dass ich das irgendwie jetzt stressfrei hingekriegt hätte, dass ich hier jetzt entspannt sitze und es braucht jetzt noch ein bisschen, bis das so abfällt. Und ich muss sagen, ich habe durch den Ärger und den Stress auf der Arbeit, den ich so die letzten Tage hatte, ich bin kaum zum Malen gekommen. Ja, das also fehlt ja dann natürlich auch, ne? Ja, weder zeitlich noch irgendwie von meiner inneren Ruhe her. Ne? Ich hatte dann immer irgendwie so das Gefühl, nee, ich kann mich jetzt nicht an den Maltisch setzen, ich muss jetzt das Gespräch vorbereiten. Und, ich kann das jetzt Gott, nicht, ich muss jetzt den informieren. Und das war wirklich also so ein bisschen nicht schön. Und jetzt habe ich aber Gott sei Dank ganz viel frei.
Sehr schön, ja, das ist gut. Und alles geregelt. Das ist auch wichtig, ja. Ja, aber es dauert dann immer so ein bisschen, bis ich dann wieder so in dieses Kreative komme, ohne Stress. So, und dann könnt ihr einfach mal loslegen und einfach mal schauen, was da für Figuren bei euch landen wollen auf eurem Papier. Genau, das. Ja, das jetzt weiß ich noch, was ich, jetzt weiß ich auch wieder, was ich, jetzt welches bin Thema ich gespannt. Mir am Herzen lag, beziehungsweise was. Was es gewesen ist, worüber ich noch hätte sprechen wollen, beziehungsweise ja, ansprechen wollen, nämlich das, was wir hier gerade machen. Wir hatten es heute mit dem, was sich das Gehirn so dazu denkt. Ne? Ich hatte ein Bild gepostet von einer Baumscheibe, die mein Vater. Der hatte, also bei uns im Wald musste da geht eine Stromleitung durch und da musste eine Birke gefällt werden, weil die einfach dieser Stromleitung im Weg war. Und das, was er dann auf dieser Schnittfläche fand, das sah aus wie eine Rose. Mhm. Und in dem Zusammenhang fiel mir dann so ein Satz ein von, ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht die Big Bang Theory und Sheldon Cooper, diesen verrückt genialen Wissenschaftler, der erzählte dann mal was von dem leistungsstärksten Grafikchip, den es auf der Welt gibt, nämlich unsere Vorstellungskraft. Was wir da sehen, sind ja im Prinzip nur Farbveränderungen durch einen biochemischen Prozess innerhalb von diesem Baum, ne? Mhm. Aber unser Gehirn macht da was total anderes draus. Mhm. Der macht da eine Rose draus. Oder die Monika Gruber hat dann auch noch etliche andere Sachen gezeigt. Und auch, ich glaube, die Susi, glaube ich, auch noch was dazu getan. Das sind jedes Mal... ja, das eine sah aus wie ein Regenschirm und die andere Figur weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber was da unser Gehirn dazu denkt, was das für eine Leistung ist, ne? Ja, genau. Und deswegen könnte unsere Podcast-Folge nämlich auch heißen: Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, stimmt. Und zwar, was du jetzt, also bei uns beiden ist es eher. Kommt es öfter mal vor, dass wir in die Elfe, genau so sie, was wir in den Dingern sehen, dass das oftmals ähnlich ist, weil wir irgendwie so unheimlich parallel ticken. Das ist manchmal unheimlich. Ja, stimmt. Und, ja, wobei du siehst auch manchmal Sachen, die ich nicht gesehen habe. Und das stimmt, ja klar. Aber das ist ja genau der Punkt jetzt. Ja. Nämlich, dass zwei Leute fast niemals dasselbe in sowas sehen, weil jeder mit seinem eigenen Erfahrungsschatz kommt, mit all dem, was das Gehirn so im Laufe des Lebens aufgesammelt hat. Und all das verknüpft sich zusammen mit der Vorstellungskraft dann eben zu einem Bild, was aus einem Farbtupfer wird. Und das ist so mächtig und so magisch, ich finde es jedes Mal wieder dermaßen überraschend. Also das ist echt krass. Das stimmt, ja. Und deswegen, das könnte so unser Thema heute sein. Ja, einverstanden. Also schön. Das kennt man ja auch von diesen Texten. Bei Facebook gibt es das oft, wo zum Beispiel die Vokale fehlen oder immer da. Ich glaube, der letzte Buchstabe ist immer da und der erste und dann irgendwas noch in der Mitte. Mhm. Und das Gehirn vervollständigt diese Wörter, ne? Ja. Obwohl da nicht das steht, was da eigentlich genau. Oder stehen das, sollte. Oder dass statt Buchstaben Zahlen da stehen, die halt einfach so genau. Ähnlich aussehen, ne? Und das Gehirn macht es dann, also du kannst diesen Text ganz normal lesen, als würde da das halt stehen, was das stehen sollte. Und das ist schon verrückt, was das Gehirn da leistet. Ne? Das ist irre, ja. Und das ist halt auch, also mal umgedacht auf die Kommunikation zum Beispiel. Das ist eigentlich auch das Problem, warum Kommunikation manchmal nicht gut läuft. Viel weil schlecht, ja. Das Gehirn
manchmal eben Dinge anders wahrnimmt, als sie gemeint waren. Und dann halt mit dem ganzen Erfahrungsschatz da hinten dran nämlich dazukommt, ne? Genau. Und das ist das, warum Teamarbeit oft schwer ist, warum das Reden über bestimmte Dinge bestimmten Personen schwer fällt, warum es einfach oft Konflikte gibt, ne? Mhm. Ja, weil wir immer denken, wenn ich das so sage, dann muss der andere das doch so verstehen. Das kann man genau. Ja gar nicht anders verstehen, weil der andere versteht es natürlich anders, weil der steckt ja nicht in dir drin. Genau. Ganz schlimm sind auch die, die denken, der andere könnte ja Gedanken lesen. Aber ich habe das doch so gemeint. Ja, aber du hast es nicht so gesagt. Genau, ja. Und das ist eben, ja, beim Malen ist es natürlich schön, weil das eben dann so spielerisch sein kann. Und wenn du das zulässt, dass dein Gehirn da Dinge macht aus Farbklecksen, die gar nicht da sind oder die es gar nicht gibt, ne? Wenn du da so ein bisschen experimentierst, dann kommen da halt Gestalten raus, die es noch nie vorher gegeben hat. Die es noch nie vorher gab. Sag mal, ja, gab es noch nicht. Schau an. Ich habe aber auch noch eine Springmaus gefunden. Ja, süß. Und einen Elefanten in irgendeinem Rad. Der fährt Fahrrad. Ding sie. Der fährt Roller. Roller ist das. Ja, mehr, irgendwie, oder? Genau, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, letztendlich ist es ja ähnlich, wenn ich Knallerlinge mal. Also wenn ich einfach so, kann ich ja jetzt auch hier gerade mal so machen, wenn ich jetzt hier so eine Figur kritzel, dann ist das einfach da so hingekritzelt und dann kann ich da mit ein bisschen gezielten Strichen irgendwas draus machen. Mhm. Und dann sitzt da halt irgendwie so ein Viech, sitzt dann da. Ja, genau. Also ja, diese schlanke Katze hier, die finde ich jetzt gerade richtig gut. Ja. Die finde ich richtig gut. Vielleicht muss ich aus der nochmal was machen. Mhm, das wäre nämlich dann das nächste Thema. Dass man, also wenn man nicht weiß, was man malen soll oder wenn man irgendwie so denkt, oh, ich habe gar keine Idee, dann kann man eben sowas einfach mal machen. Und dann, vielleicht entsteht dabei was, was einem total gut gefällt. Und dann kann man da hergehen und sich überlegen, okay, was könnte jetzt das erleben? Also was könnte jetzt daraus werden, zum Beispiel? Und ich habe das ja vorbereitet, also ich habe das ja ausprobiert. Ich hole das mal gerade. Moment. Wo haben denn... Du siehst nichts, Maria, machst eine Schicht Gouache drüber. Das ist okay. Schicht Gouache drüber geht immer. Das ist ja ganz cool. Ich muss ja jetzt gar nicht so kreativ sein, weil ich das ja schon. Ich habe da mal was vorbereitet, wie der Alfred Biolek. Ja, genau. hier seht ihr zum Beispiel den Spakulit, der da entstanden ist. Auch eine Wortschöpfung von mir mit einer Klientin. Und hier ist so eine Art Pinguin. Hier ist so ein kleiner Drache entstanden. Ja, oh, das ist so schön. Dein Spakulit, ja, der hat uns schon sehr viel Freude gemacht. Ja, der wird uns vielleicht auch noch sehr viel Freude machen. Ja. Wenn ich mal wieder zum Malen komme. Eine Seite braucht es noch. Hier ist zum Beispiel so ein lustiger Bärenigel oder so ähnlich.
Ja, also es sind ganz verschiedene Sachen, die da entstanden sind. Und mir hat eben dann so dieser erste, der hat mich angesprochen. Und ich habe so gedacht, ach, da mache ich jetzt nochmal was draus. So wie Andrea gerade eben gesagt hat. Und dann bin ich hergegangen und habe ein schönes Papier genommen und habe einfach mal, Moment, das muss ich auch mal kurz zeigen. Ja, das sind ja... Ich bin dann hergegangen und habe den einfach mal etwas größer aus einem Collagepapier ausgeschnitten. Ja, das war super. Das hat sie das letzte Mal gemacht, als wir Podcast aufgenommen haben letzte Woche. Genau, ja. Und es ist eine einfache Grundform, ne? Hat zwei Füße und viel mehr ist nicht. Und dann bin ich hergegangen und habe daraus natürlich, wie sollte es anders sein, auch noch einen Stempel gemacht. Ja, und das ist jetzt der Theo. Und ich glaube, ein paar Bildchen habe ich schon auch gepostet, gell? Der Theo, der hat sich dann auf den Weg gemacht, seine Freunde zu suchen. Und dann sind die hier entstanden. Also, ja, man kann da so ein bisschen weiterspinnen. Und dazu ist eine kleine Geschichte entstanden, an der jetzt noch ein bisschen weitergearbeitet werden muss. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, viel ist nicht mehr. Ja, und solche Sachen entstehen beim Tun eben und manchmal durch so Blödsinn halt. Ne? Ja. Also mir gefällt zum Beispiel auch der hier noch total gut, der mit dem blauen Kopf und den grünen Haaren hier. Ja. Da könnte auch noch was draus werden. Und dann sind natürlich manchmal auch Sachen, also der Fleck, da war einfach von Anfang an klar, okay, das muss eine Giraffe werden. Oder hier war mir von Anfang an klar, das wird ein Elefant. Also da ist dann nichts mehr mit Fantasietierchen, sondern manche sagen es einem einfach vorher, ne? Wohingegen der hier, also vielleicht ein Virus, ein neues. Oder das hier auch. Aber das ist kein, ja, nichts Bekanntes irgendwie. Ja, und das, dazu möchte ich euch eben einladen, das ab und zu mal zu machen und euren kreativen Muskel damit so ein bisschen zu dehnen, zu üben und ja, einfach Spaß zu haben damit. Ja. Das ist eine super Sache. Und ruckzuck hast du eigene Figuren, eigene Motive, eigene Wesen, mit denen man dann noch ein bisschen mehr veranstalten kann. Genau. Ja, vielleicht auch. Es müssen ja nicht unbedingt irgendwelche Figuren sein. Das können ja dann auch, was weiß ich, da können auch Fantasieblumen draus entstehen oder Ornamente, was auch immer. Das ist ja dann, da ist ja, ja, wieder der Fantasie keine Grenze gesetzt. Mhm. Ja, natürlich. Also man kann genauso gut aus diesen Flecken kann man genauso gut wunderbare, oh, das ist eine super Idee, gut, dass du das gesagt hast, Mensch, hier. Ich Was denn, das da Blumen? Keine, ja, ich wollte da jetzt keine Person draus machen mit blauen Augen, aber, mit blauem Gesicht. Aber, ja, oder Landschaftselemente oder so, es kann ja alles da draus werden. Das wird auf jeden Fall, wird das. Die Claudia Stasenhaag schickt dir ein großes Kompliment zu deinen tollen Stempeln, Silvia. Ah, danke schön. Danke. Das freut mich sehr. So, ah, sehr schön. Katharina schreibt, sie hat eine Raupe nimmer satt und Früchte und Geister und Brillen. Ja, cool. So eine hübsche Blume, wenn mir mal jemand schenken würde, hey. Sieht man die ja? Runter, jetzt. Die mit dem Blau in der Mitte und Gelb. Ja, sehr schön. Die habe ich schön gegunkelt. Ne? Ja, aber hallo. Also wunderbar ist die gegunkelt. Ja, also ich glaube, das Wort muss es werden. Ich habe doch heute schon das quasi das Titelbild gestaltet für der Gunkelkurs. Ach, okay.
Steht da schon der Bunkelkurs? Ja, der Kurs steht ja eh. Nein, aber ob da schon, hast du Gunkelkurs schon geschrieben? Ich habe das schon mal geschrieben auf dem Titelbild, probehalber. Krass. Schön. Ja, jetzt kommt es nur noch drauf an, wer es gewesen ist. Und diejenige darf sich über einen Platz im Gunkelkurs freuen. Yay. Die wird sich freuen. Falls sie das will. Bin ich sicher. Falls sie das will, ja. Also ich finde diese Ameise hier mit dem dicken Bäuchchen aber auch irgendwie ganz nett. Guck mal. Eine Ameise mit diese eine Steroid. Bodybuilder. Diese eine Steroid. Bodybuilder-Ameise. Ameise auf Steroiden. Ja, Conny, das kann durchaus sein, ja. Bei Gabi kommt noch ein Fuß dazu. Hallo, Kerstin. Also es hat hier irgendwas mit meinem Handy zu tun. Blume. Das ist Geknacker. Also diese Maus hier mit der Feder auf dem Kopf, die mag ich ja auch besonders. Dann haben wir noch einen Delfin, unseren Füchschen. Und hier so ein irgend so ein zotteliges, wo ist es denn? Da. Ups, so ein zotteliges Tier. Ja, super, echt. Und ich glaube, ich habe Donald Trump gemalt. Oh nein. Wo? Ja, das kommt im... ja. Ich habe erst gedacht, das wird einer... Ich muss die Trolle oben noch machen. Ich hatte jemanden... Und schau mal. Ich hatte die Leningrad Cowboys im Kopf. Du hast da auch einen. Ich fasse es nicht. Das ist jetzt aber wirklich... Also bis gerade eben habe ich nicht an Donald Trump gedacht. Aber witzig. Oder fast schon ein bisschen gespenstisch. Ja, ach, und ich wollte noch was sagen. Roland ist nicht da, oder? Siehst du, ob da Roland zuguckt? Nee, ich kann nur sehen, wer kommentiert. Okay. Trump ist mir orange, sagt Maria. Bist du da? Wenn du da bist, dann lass doch mal einen Kommentar kurz. Ja, das wäre schön. Aber wahrscheinlich ist er nicht da. Helga meint, diese Gunkelei macht Spaß. Bei ihr tummeln sich Hühner und Elefanten, Fisch, Hund, Huhn. Ja, super. Also gut, aber Roland mag es vielleicht noch nachsehen oder wird informiert von mir. Roland hat ein Poster gemacht mit Muffins. Das ist in dieser Doodle-Gruppe entstanden. Und die heißt übrigens Doodle-Gruppe Deutsch. Vielleicht sollten die auch sich in Gunkelgruppe umbenennen. Nee, die machen ja, glaube ich, ein anderes Doodeln. Naja, gut. Ja, ist ein anderes Doodeln. Ja. Ja, das stimmt schon. Naja, auf jeden Fall ist da entstanden. Und der hat... Also es sind bestimmt 100, ich müsste zählen, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Muffins gemalt. Und so lustig, also wirklich so toll. Ich werde es fotografieren oder ich werde ihn bitten, das mal einzustellen in die Malfreunde-Gruppe. Und er hat mir ein Poster drucken lassen und das wird in Zukunft meine Atelierstüre zieren. Ach, wie cool immer, ist das denn? Immer wenn ich da reingehe, freue ich mich, weil ich das Poster von ihm sehe. Ja, das ist echt toll. Wunderschöne Muffins hat er gemacht. Das könnte vielleicht fast... Ja, da haben ja aber auch die Muffins irgendeine besondere Bedeutung, ne, in der Gruppe. Ja, genau. Wenn man zu früh sein Bild postet, dann muss man einen Strafmuffin malen für den Kater. Der Kater ist von einer, von einem Mitglied ist der Kater praktisch so eine entworfene Figur. Und er freut sich immer, wenn jemand falsch postet oder eben zu früh, zu spät. Zu spät gibt es, glaube ich, nicht. Aber ja, zu früh oder den falschen Begriff am falschen Tag. Manchmal vertut man sich, Gott. Ja.
Ne? Und dann heißt es, Strafmuffin. Ein Muffin für den Kater. Er hat dann aus Spaß eben ganz viele Muffins gemacht und hat denen Namen gegeben. Also richtig toll. Und also er macht da viel in Richtung Cartoon und ja, also irre toll. Ja. Ich habe hier, glaube ich, ein kleines Äffchen. Was lachst du? Oh. Das bin ich. Was? In der Badewanne. Bist du da auch so lila? Weiß ich nicht, aber bei Badewanne, also Denise würde sagen, Silvia sitzt immer in der Badewanne. Eine Badehaube an. Herrlich. Hallo Gabriele, wie schön, dass du da bist. Also ich bin ja ein großer Fan von meiner Springmaus, ne? Die ist wirklich süß. Die ist total süß. Gefällt mir auch gut. Ich mag den hier irgendwie. Der ist irgendwie witzig. Der. Zeig, welchen denn? Der hier. Den finde ich irgendwie witzig. Okay, den kann ich jetzt nicht so ganz genau sehen. So. Ah, ja. Wie süß. Und das unten, das Bärchen, ist auch niedlich. Ja. So, ich glaube, ich habe hier noch so eine Rennschildkröte. Eine Rennschildkröte? Ich habe heute Tag der komischen Figuren irgendwie. Also der ist jetzt irgendwie ähnlich geworden wie der. Das könnten fast Puppets sein. Der gelbe und der rosa hier. Ja, die sind aber lustig. Das sind aber auch gute Cartoon-Figuren. Ja, die könnten auch fast irgendwie. Das ist fast ein bisschen so ein Lego-Kopf. Ja, so ein Playmobil auf. Sowas, ne? Ja, ich glaube, die von Lego sind so gelb, oder? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Stimmt, du hattest ja nichts als Kind. Damals hattest du ja nichts. Ich hatte jede Menge Lego. Ja, und da gab es hatte nur keinen Gesichter. Kindergarten. Nein, aber die Figuren hatten wir nicht. Wir hatten nur Lego-Steine. Ah, okay. Diese, das mit den Köpfen und Figuren und so, das kam erst später. Hey, du bist nicht so viel älter als ich. Ja, sicher. Hallo? Ich musste heute so lachen über den Cartoon. Also es war auch von Roland mit der Waschküche. Und ja, genau. Mit dem Mädel in der Waschküche. Ja. Und er schrieb dann, aber ich glaube, das war nicht in der Malfreunde-Gruppe, sondern auf seinem Account, also auf seinem, in seiner Chronik, schrieb er dann, wer das Wort Waschküche noch kennt, ist entweder schon geimpft oder hat schon einen Termin. Ja, Ramona schrieb das, ich habe es gesehen. Ah, okay. Ah, ich habe so gedacht. Ich bin weder geimpft, noch habe ich einen Termin, aber ich kenne den Begriff Waschküche sehr gut. Und ich kenne es sogar noch so in der Art, dass die Wäsche dort ausgekocht wurde und gemangelt. Also. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht mehr, aber ich kenne die Waschküche, hatten wir schon auch. Ja, wir haben auch eine zu Hause. Wir hatten einen Fahrradkeller und eine Waschküche damals. Ja, ich habe hier einen Kellerraum, wo die Waschmaschine steht, aber ich würde nie Waschküche dazu sagen, sondern es ist halt der Keller. Ja. Ja, da, wo unsere Waschmaschine steht, da steht halt auch die alte Küche. Passt gut, ne? Deswegen Waschküche. Ja, aber warum hieß es denn Waschküche? Weil da drin eben auch gekocht wurde. Ach komm. Ja. Neben der Waschmaschine oder die Wäsche gekocht wurde. Die Wäsche auch gekocht wurde. Und es wurde auch gekocht. Also zum Beispiel beim Schlachten wurden da in diesen großen Kesseln, wo die Wäsche drin gekocht wurde, wurde auch die Wurst gekocht. In der Waschküche. Ja.
Okay. Mit Waschbrett, genau, Helga. Sowas hatten wir da auch. Okay. Also so kenne ich es nicht mehr. Bei uns war in der Waschküche nichts. Da wurde nichts gemacht mehr. Da stand auch nicht mal mehr eine Waschmaschine. Also das war so ein Riesenbottich, so ein Riesenwaschding, das wurde mit Holz befeuert. Da ging, was weiß ich, 300 Liter Wasser oder was rein? Mehr. Wurstsuppe wurde in der Waschküche gekocht, ganz genau, Susanne. Wurstsuppe. Exakt. Dieser riesige Kessel, Hey, genau. irre. Ja, gut. So, und jetzt kann man nämlich schön So. hier mit der Gouache hergehen und kann diese lustige kleine Schildkröte und die ganzen Tierchen hier alle noch schön anmalen. Wäsche waschen war körperliche Schwerstarbeit, du sagst das. Mit einem riesen Holzstecken wurde das da drin dann so umgerührt, die Bettwäsche und alles. Das war schon eine heftige Sache. Das war Also schon. so schöne Blümchen. Gefällt mir gut. So, also ich bin Das fertig. sagst du jetzt mal irgendjemandem, bitte mal solche schönen Blümchen züchten und dann Ja, kriegst du werde die ich geschenkt. gern. Oh, das wäre toll. Ja, also ich glaube, ich muss noch mal mit diesen Blumen einen Blumenstrauß malen. Malen, genau. Ja, Ich und male ja jeder. gar nicht so gern Blumen, aber diese Blumen gefallen mir jetzt richtig gut. Na, siehst du. Doch, ich male schon gern Blumen, aber nur diese hier, diese gegunkelten Blumen, die male ich sehr gern. Und die sind ja jetzt auch hier so gedudelt. Gegunkelt. Gedudelt. Gegunkelt. Super, klasse. Auch an den kleinen Ja. Kerlchen hier könnte ich jetzt noch eine Weile dran rumkritzeln. Dran rummalen. Bei was? An Sag diesen nochmal. Kerlchen hier. Ja. Ja, ich habe hier das dicke Lila, das mache ich jetzt gerade mal so ein bisschen heller. Super witzig. Ja, also ich bin total gespannt auf eure Ergebnisse. Ja. Poste die gerne und Bitte, bitte. es wäre total hilfreich für mich, wenn ihr gleich dazu schreiben würdet, darf geteilt werden auf der, Ja. also in der Weil Instagram-Story. die Silvia das nämlich sehr gerne alles zu Instagram postet. Genau. Und ja, das wäre wirklich sehr cool. Weil wir haben auch ein paar Hörer, die nicht in der Facebook-Gruppe sind, aber bei Insta. Ja. Und dann ist es ganz schön, wenn die das auch mitkriegen. Das wäre super schön, ja. Jo. Gut, haben wir noch was zu erzählen? Also ich im Moment nicht. Was gibt's an Fragen? Wir sind jetzt hier gerade immer noch in den Kommentaren schwer bei der Wurstsuppe und beim Waschbottich und Denise bäh überhaupt, aber kaum über bäh, aber kaum überall mit Schlachtware. Naja. Ja, bestimmt. Ich glaube, da gibt es schon auch regionale Unterschiede, nehme ich mal an. Aber diese großen Waschkessel, die wurden tatsächlich auch zum Einkochen verwendet. Marmelade, genau, Säfte, Wurst, alles da drin, wurde da drin eingekocht. Ja, ansonsten hätte ich nämlich gesagt, stoppen wir vielleicht einfach mal die Aufnahme von Das machen unserem wir mal. Podcast, oder? Genau, ja. Und können ja noch so ein bisschen in der Malfreunde-Gruppe bleiben. Das machen Aber wir, ich genau. denke. Ja, dann sagen wir für den Podcast jetzt mal vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, Quatsch. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Genau, und die Bis. Bilder posten wir bei Insta oder Genau, ja. eben bei Facebook, auch auf der Malfreunde-Seite. Und da Ja. könnt ihr die dann auch sehen, was Genau. da so entstanden ist.
Und wie immer natürlich die Einladung, ihr könnt auch in die Malfreunde-Gruppe kommen. Natürlich. Herzlich willkommen, sofern ihr euch ans Urheberrecht haltet. Immer, 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 immer. Genau. Genau. Okay, also dann. Also tschüss. Eine schöne Woche, bis nächsten Mittwoch. Ciao. Dies war eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu.